Hallo Freunde und willkommen zurück hier zu Chaos auf Deponia. Ja, ich sehe euch hier wieder, weil ich die Musik natürlich höher stelle, wenn der Gondoliero jetzt kommt. Also, viel Spaß. Oh je, Ruck. Du willst... Ha, nur ihr werdet eure Pläne, wenn ich erst einmal rausgefunden habe, warum die Selbstschussanlage... Du... Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal auf. Ich bin... Moment. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schraubdraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schraubgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 bla bla bla. Ich kann so nicht pennen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du, sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen, du? Kantappe, 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 Ramette, echt, Ratte, Krach, Holter, die Polter, Jauch, Murmel, Euljamme, Badauf, Kuppel, Kuppel, die Pumpsatter, Hämmer, Stütze, Backleid und eine Auskugel, hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind acht noch Stunden später Schrottgraben im Chronometer, dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue, Schrottgraben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen denn jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Na, was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munte Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Tatsächlich dieser Satz. Ey, Puppe, kommst du öfter her? Wir gucken mal ins Questlog. Das ist mir zu... Was? Mitglied im Widerstand werden, das ist... in Erfahrung bringen, was... Ja? Gondoliero loswerden? Und belauschen, haben wir doch geschafft. Ja, Schrottkrabben. Guten Anmachspruch anwenden. Ach, das war der falsche Weg. Sorry! Wir müssen ja hier lang. Ich will immer noch an die Turnierhand. Ich will Schere, Stein, Papier spielen. So, Freunde, ich würde sagen... Fernbedienung. Ach, da ist ja noch die Agro-Goal. Baby-Goal und Lady-Goal. So, hey, Puppe, kommst du öfter her? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat
hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Das Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Auf geht's! Was? Oh nein! Haha, Platypus! Was muss ich tun? Was? Anleitung. Nun ist Rufus berückt, sich das Reaktionsvermögen gefragt. Ach, berüchtigtes. Versuche vor Ort zu sehen. Warum hält das denn nicht an? Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren. Da, toll, jetzt darf ich es lesen. Nun ist Rufus berüchtigtes Reaktionsvermögen gefragt. Versuche vorherzusehen, wohin Goal als nächstes schlagen könnte und schütze die entsprechende Körperzone. Ist hingegen Rufus an der Reihe, gilt es eine Lücke in Goals Abwehr zu finden. Aber Vorsicht, dir steht nicht viel Zeit zur Verfügung. Im Training gegen die Übungspuppe kannst du deine Reaktionszeit verbessern. Was haben wir hier? Nichts zum Kampf, vielleicht später zum Marktplatz, Trainingspuppe, Poki. Das war natürlich ein erheblicher Mehraufwand, den wir hier betrieben haben. Und zwar war es gar nicht von Anfang an wirklich klar, ob es uns gelingen kann, mit der eigentlich auf Adventure-Point-Click-Adventure spezialisierten Visioner-Engine ein komplett actionlastiges 1A-Prügelspiel aus dem Boden zu stampfen. Das ist doch kein 1A-Prügelspiel. Wieso? Klar ist das ein 1A-Prügelspiel. Wir haben ein 1A-Prügelspiel gemacht. Voll Action. Bitte? Ich sehe weder Blut noch Fatalities. Was ist da los? Also, es ist schon, ich meine, du musst auch zugeben, ich meine, wir sprechen hier von Adventure-Spielern, ne? Ich meine, die unter Zeitdruck klicken, sich Aktionen aussuchen und so weiter. Ich meine, nicht umsonst gibt es da einen Überspringen-Button. Das sind Adventure-Spieler, ne, von denen wir hier reden. Und für die, es ist schon knochenharte Action. Was sind das denn für Pfeifen? Hey. Also, komm, ja, Krawalko, das sind unsere Kunden, von denen du hier sprichst. Ich bitte dich. Ah, da war ein Rechtschreibfehler. Ich hab's genau gesehen. Da stand, ich bitte doch. Und nicht, ich bitte dich. Da hat jemand schlechte Arbeit geleistet. Und ich war's nicht, ausnahmsweise. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es schon, aber ich verstehe nicht, was das mit dem Kampf von gerade eben zu tun hat. Dem habe ich es gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Na komm, einmal eigentlich geht noch. Bin ich ja schon perfekt im Training. Aber andererseits kann es auch nicht schaden. Ja, das müssen wir jetzt 5-mal machen. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Ich glaube, das kriege ich hin. Mäh. Ha, 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 ha. Okay. Ich werde ja immer besser. Immer besser. So. Links, rechts, Mitte, rechts, Fuß.
Links, rechts, Mitte, rechts, Fuß, Kopf. Links, rechts, Mitte, rechts, Fuß, Kopf. Links, rechts, Mitte, rechts, Fuß, Kopf, Fuß. Links, rechts, Mitte, rechts, Fuß, Kopf, anderer Fuß. Ich werde ja immer besser. Immer besser. So, jetzt habe ich ehrlich gesagt Angst. Links, rechts, links, rechts, links, Mitte, Kopf, Kopf. Links, rechts, links, Mitte, Kopf, Kopf, Hand. Links, rechts, links, Mitte, Kopf, Kopf, Hand. Links, rechts, links, Mitte, Kopf, Kopf, links, rechts. Links, rechts, links, Mitte, Kopf, Kopf, links, rechts. Ich werde ja immer, immer. So, noch eine Runde muss ich aushalten. Links, Kopf. Das war Absicht. Ja, total. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Nochmal. Kopf, Mitte, Kopf, links, rechts, rechts, links. Kopf, Mitte, Kopf, links, rechts, rechts, links. Kopf, Mitte, Kopf, links, rechts, rechts, links, rechts. Kopf, Mitte, Kopf. Und jetzt hier rum und das. Ah, Kopf, Mitte, Kopf. Kopf, Mitte, Kopf. Links, rechts, rechts, links, rechts, Kopf. So, das muss jetzt aber wirklich reichen. Ich bin jetzt perfekt in Form. Und der Wind heult durchs offene Fenster. Ich sollte das echt mal zumachen. So, Revanche. Jetzt aber. Auf geht's. Jetzt geht's ab. Schnabeltier-Bataka. Ich hoffe, ich kann das. Wenn das jetzt das gleiche ist wie mit der Trainingspuppe, dann kriege ich das, glaube ich, hin. Hoffentlich. Ein Fehler habe ich gemacht. Aber ich glaube nicht, dass... It's on! So, jetzt muss ich gucken, wo Gold hinguckt. Nach oben. Nein. Nach Mitte. Nach Kopf. Oh. Nach... Ist es oben? Nein, es war die Mitte. Ach, die ist nochmal dran. Warum ist die nochmal dran? Das war jetzt unfair. Das hat sie geblockt. Mitte. So, jetzt Kopf. Oh. Fuß. Torso. Ey. Mitte. Fuß. Mitte. Fuß. Was ist mit Rage Mode? Fuß. Mitte. Kopf. Mitte. Nicht killen, ich will auch wieder dran sein. Kopf. Hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt.
Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Yeah, Krawallgaul ist jetzt auf unserer Seite. Ja, es ist abgehakt, von daher ist das schon mal gut. An Bord des Tauchboots gelangen, das habe ich geschafft. Den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit habe ich auch. An Wink vorbeischleichen, ja, das habe ich hingekriegt. Aber ich muss irgendwie an die Hand kommen immer noch. Nein, ich will keine Hinweise haben. Hinweise sind mir zuwider. Rasiermesserfisch! Wir brauchen den Rasiermesserfisch. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Wir brauchen den Rasiermesserfisch. Denn was rasiert besser als ein Rasiermesser? Die Antenne ist, können wir da einen Haken irgendwas machen? Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Eine vollautomatische Sportangel mit Zielautomatik. Ja. Dann schon eher ein Kescher, oder? Nein, ach, wer braucht denn schon Kescher? Na gut, Kescher. Ja, ich würde sagen, Goal Nummer 1 haben wir überzeugt. Was anderes kriegt man hier nicht, gell? Nee, das Klopfzeichen haben wir auch nicht. In die Arena kommen wir auch nicht mehr rein. Warum auch? Es lohnt sich ja eh nicht. Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit. Hü. Hey. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Hier, nimm die Sardelle. Nimm Pillen. Dann halt nicht Vogelhaus. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Wie komme ich hier denn durch? Hm? Nest, Kübel voll Erde, Hake, Glatzmatz der Gärtner. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ich frag einfach nicht und klick auf Poki. Ah ja, jetzt sind wir hier in Uptown, endlich dem einzigen Ort auf Deponia, wo tatsächlich noch der Garten geharkt wird. Ich glaube, das ist überhaupt der einzige Ort auf Deponia, wo das überhaupt nötig ist, weil es der einzige Ort auf Deponia ist, wo auch überhaupt Bäume wachsen. Aber diese wichtige Aufgabe fällt natürlich dem Glatzmatz zu. Da oben rechts ist er im Bild, der Gärtner, einer der Charaktere, die mir am wichtigsten sind. Deswegen nämlich, weil sie mich immer an meine Kindheit erinnern, da wurde mir nämlich folgendes kleines Kinderlied immer vorgesungen. Oh, ich hoffe, ich erinnere mich noch, wie es ging. Es ging etwa so. So, ihr lieben Kinderlein, es ist schon spät. Doch bevor es für euch ins Bettchen geht, ratet mal, wer da vor eurem Fenster steht. Draußen im Dunkeln, wo ihr ihn nicht seht, just sobald ihr eure Äugelein zugemacht, es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Schließt schnell die Äugelein, dann kommt er sogleich. Spitzt eure Ohren, lauscht jedem Geräusch, dann hört ihr ihn atmen, vielleicht auch ein Schaben, fast lautlos das Kratzen an dem Fensterrahmen. Das kommt von der Harke, die er mitgebracht. Es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Jetzt alle Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Und nochmal Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Welch schönes Lied, aber ich muss hier immer noch irgendwie reinkommen. Möchtest du eine Erdnussschale?
Gesundheit. Wow, hat wirklich funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Na super. Noch mehr Dreck. Toll, Dreck. Tritt er jetzt auf die Hake? Natürlich tritt er ja auf die Hake. Kannst du den nicht wegtun? Verdammte Todesfalle. Pack dir doch einfach weg, du Idiot. Mann. Au. Och, dann halt nicht. Hm, ich bin der Rufus, ich halte mich für was Besseres. Da eine schöne Windhose. Wortwörtlich Hose. Kann ich da reinlangen? Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Bozo an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Warum nicht? Kann ich da Medikamente reinlegen? Ich kann doch jetzt keine Vögel füttern. Geht schon. Ich hab mein Luftgewehr gar nicht dabei. Ah, schade. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.